Ich müsste jetzt gleich bei dir reinkommen. Aber bei mir ist... So, ah, da, oben. Es ist so lustig, weil ich dachte mir gerade noch so... Ich habe gerade noch so erzählt, ja, auch wenn man verliert, ist das nicht so schlimm und so, aber ich bin einfach voll auf Gewinn aus eigentlich. Ich empfinde mich selber auch gestern. Ja, das ist halt competitive voll, diese Arena-Modus. Ja, macht halt voll Bock. Ja, der siehst du, das ist der Kampf Nieser. Okay, machen wir ganz kurz die Einleitung für den Tobi und für die Community. Was? Hm? Die Einleitung, kurz die Erklärung. Ich glaube, beim Tobi müsste ein Intro gleich laufen, das ist eh nochmal erklärt. Ja, aber das kommt jedes Mal. Also, das habe ich dann auch wieder gehabt. Also, wir erklären es nochmal so und dann im Intro seht ihr das auch nochmal. Es geht darum, wir sind auf einer Karte und die Karte ist eingegrenzt. So ein bisschen so Battle Royale-mäßig irgendwie. Mhm. Nur, dass da keine Wand kommt. Und das Ziel ist es, diejenigen, die das meiste Silber sammeln, die haben gewonnen. Und oben rechts sehen wir dann auch so eine, dann sehen wir halt, welchen Platz wir gerade haben und so. Das wechselt dann auch immer relativ schnell, weil das meiste Silber findest du, indem du halt die Schatzkisten ausbuddelst. Und kleiner Tipp. Schaut nicht, wir gucken auf die Karte, welche Insel das ist und dann grab blind drauf los. Es geht schneller. Und wir sind natürlich nicht aber die Einzigen. Aber wirklich schneller? Weil ich habe das gestern probiert und ich habe nichts gefunden dabei. Echt? Ich habe bei mir blind drauf losgegraben. Ja, das kommt halt, glaube ich, auch auf die Insel an. Ne? Wenn die jetzt kleiner ist oder so, dann ist, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit höher, dass du das dann du kannst natürlich auch suchen. Wahrscheinlich. Ja. Auf jeden Fall bringen die Kisten ganz schön viel, weil da sind dann zwei Schiffe auf dem Wasser. Die haben auch so einen roten Rauch drüber, die siehst du vom Weiten. Und mit den zwei Schiffen, da gehst du halt hin. Und gibst dann die Kisten ab und dann kriegst du für das Ausgraben der Kisten Silber 200. Und wenn du die Kisten selber dann abgibst, kriegst du auch nochmal, ich glaube, bestimmt auch 1000. Also wir hatten relativ viel dann dadurch bekommen. So, und dann bekommst du Silber, wenn du jemanden tötest. Und dann bekommst du vor allem ganz viel Silber. Kirin, ich habe das ja dann schon mal gestern ausprobiert, wenn du ein Schiff versenkst. Mann, hatten wir ein Glück. Und du verlierst aber Silber, wenn du stirbst und wenn dein Schiff untergeht. Und wenn dein Schiff untergeht, verlierst du ganze 1000 tatsächlich. Ja, das ist halt, das ist echt heftig. Da muss halt immer so ein bisschen gucken, ob man sich jetzt irgendwie einen Kampf widmen will, ob man jetzt irgendwie das Risiko eingeht, dass das Schiff halt versenkt wird oder ob man einfach die Kisten irgendwie wegbringt oder so. Oder ob man halt ganz hinterhältig ist und einfach bei den Händlern dann wartet und wartet, bis die anderen Teams quasi ihre Kisten dahin ballern und dann so ein bisschen Traitor-mäßig in die rein grätscht. Ja, also das können wir halt gucken. Ich meine, wir sind ja vier Leute, das sind zwei Händler. Genau, es gibt Harpunen jetzt. Also die Schiffe, die haben auch dann immer spezielle Namen und Farben. Und es gibt Harpunen und mit den Harpunen hat der Erik gestern noch, nämlich noch gesehen, Curry, kann man sich Kisten drauf holen. Also du kannst auf die Kisten ziehen und dann ziehst du mit der Harpune die Kisten an Deck. Ah, nee. Ja! Was? Das müssen wir heute Händler auch. Das ist ja voll geil. Ja. Kann man beim Händler mit der Harpune auf Leute ziehen, die gerade Kisten abgeben wollen? Das weiß ich nicht. Das wegziehen und abhauen. Also man kann schön hinterhältig sein, auf jeden Fall. Der Curry Zosch hat gestern auf dem Schiff gewartet, auf die Leute, die ihre Kisten abgeben. Ja, ich habe sogar, ich hätte ihn fast gekillt, aber der hat sich ganz schnell verkauft. Also es geht halt sehr schnell, dass du die verkaufst. Ja, okay, okay. Mit Harpunen kannst du auch Leute zu dir ziehen. Dann ziehen wir einfach die Leute, die beim Händler stehen, zu uns. Wir ziehen einfach den Kistentypen zu uns. Aber geht das? Und einer steht drauf, der andere nimmt die Kiste und rennt schon mal zum Händler. Kann man auch mit der Angel Sachen zu sich ziehen? Das würde mich interessieren. Aber das glaube ich nicht. Da steht im Chat, Ziel mit der Angel ist, glaube ich, echt schwer. Da steht im Chat ganz viel Pan, ganz viel Silber für Pans neues Outfit. Denn ich habe gerade ein Outfit gesehen, das ich unbedingt kaufen möchte. Es gibt viele coole neue nackt. Sachen. Wir sind übrigens doof. Wir sind übrigens doof. Der Curry, der Tobi und ich, wir sind doof. Wir haben nämlich die dicken Charaktere genommen. Deswegen ist unsere Hitbox viel größer. Man trifft uns viel einfacher. Ich nenne unsere Crew, nenne ich Pandoria und die Königsberger Klopse. Pan und Freunde. Mach doch einfach so. Pan and Friends. Oh Gott, nein. Ja, genau. Das finde ich immer furchtbar. Wir sind keine Freunde. Außer Tobi. In Klammer. Das hast du gesagt. Tobi, das ist anscheinend Pan einseitig. Friends außer Tobi. Genau. In Klammern. Ja, was muss ich jetzt hier machen? Muss ich einfach nur auf eine Einladung warten oder was? Eigentlich habe ich dich schon eingeladen. Genau, aber das funktioniert. Also geh einfach auf Xbox, ne? In Windows 10, ach, Xbox. Das war die Und dann auf Xbox. Ist so viel. Diese tolle App. Piratenbazar, was ist das denn? Aufnehmen. Also ich nehme nicht direkt jetzt gerade auf, weil das bei mir immer. Ich habe das alles nur irgendwie ruckelt immer. Und ich würde aber dann die Stream-Aufnahme nehmen und die vielleicht dann hochladen auch. Aber der VOD ist sowieso die ganze Zeit hier noch verfügbar auf Twitch. Ja. Ja. Pandename ist spitze. Ich würde wirklich gerne auch hier diese Tall Tales, die würde ich auch gerne ausprobieren. Diesen neuen Abenteuermodus mit allem drum und dran.
Ja, wir können ja gucken, was heute noch so. Machen. Also, ne, wer noch Zeit hat, irgendwie, was wir da noch machen. Wie lange können die heute alle? Also, ich werde so 12 ab 1 Schluss machen, weil wir ja morgen losfahren. Ah, okay. Echt, wohin fahrt ihr denn? Beerdigung in Coburg. Oh, also kein Event. Okay. Nein, gut. Also, wie man es nimmt natürlich, ne, aber. Ja, gut, klar, ich glaube nicht. Da ist eine Con, eine Beerdigungscon. Man feiert die Person. Genau. Eieiei. Okay. Okay. Ja. Meine Facecam ist ein bisschen verschwommen. Was? Ich habe bei dir gewischt. Vielleicht ist ja, dann ist du hast hier Unterwasserfilter hast du an. Ist jetzt besser, ihr Lieben? Aquarium-Modus, ey. So RP. Oh, ich lese gerade, Tall Tales ist unfassbar gut geworden. Um es zu starten, Buch und Taverne neben dem mysteriösen Krass. Schwarzen Leben. Ah, ja. Das haben viele gesagt. Also viele haben gesagt, dass dieses Tall Tales viel mehr Bock macht als die Arena. Wobei man das ja gar nicht vergleichen kann. Ja. Aber ich glaube, das soll ganz cool sein. Also es soll wirklich, wirklich so storymäßig was die sein. Die Tell-Tales-Geschichten sind unfassbar gut und spannend. Voll geil. Das will ich auch unbedingt machen. Jetzt will ich auch machen. Aber erstmal müssen wir kämpfen, Erik. Wir müssen uns erstmal diesen Weg müssen wir uns erst verdienen jetzt in der Arena, weißt du? Na gut. Geht immer wieder in den Blur. Oh, warte mal. Was ist es? Oh. In den Blur, oh was Gott. Ist der Blur? Warte, die Leute müssen mich mal ganz kurz hier Vollbild. Autofokus ist aber aus. Also Autofokus ist aus. Es sollte nicht in den Blur gehen. Ach, die Kamera geht in den Blur. Ich dachte, das wäre ein Spieltipp. Geht immer in den Blur. Nee. Ich dachte gerade so, was ist denn der Blur? Also das wäre, bei mir ist nichts verschwommen. Ja, Vollbildpan. Was? Ah, Hilfe. Ja, tut mir leid. Geht, also es müsste eigentlich, vielleicht liegt es an der Streamqualität bei euch. Geht gleich los. Ja, Moment. So. Erik, wie wär's, wenn du auch mal reinkommst hier bei uns da? Ich habe keine Einladung. Geh ich auf kann dich nicht einladen, weil du bei mir nicht online bist. Ich bin schon längst im Stream. Sieh. Ja, du kannst mir einfach... Warte, ich join euch nach. Warte. Ja. Okay, Entschuldigung, die Feierherrschaft, ich wusste euch das ihr schon. Erik, ich warne dich, wenn du über mich nachjoinst, ne? Wenn du über mich nachjoinst, will ich da Geld für haben. So, wo ist Tobi? Achso, wir sind ja keine Freunde, ich hab dich gar nicht in der Liste. Ich ruf den Foss an. Der regelt das für mich. Warte mal, ich muss jetzt über den Xbox, ne? Nicht über den Microsoft Store, sondern über Xbox. Genau, hier, genau. Alles da gibt's einfach auch eins unserer Profile. So, jetzt join ich gerade nach. Nichts verschoben, super, danke schön. Beitritt zur Crew-Sitzung nicht möglich, Crew nicht vorhanden. Ich lade dich nochmal ein, ja? Warte, ich glaube, das ist noch von gestern. Warte. Pandoria. So, jetzt habe ich dir erst hättest auf Currys Profil, aber ich habe dir jetzt nochmal. Warte, ich gehe auf Tobis Profil und lade. Ich gehe jetzt über Tobi rein, pass auf. Ja, aber hat er dich auch eingeladen? Über Tobis Nacken gehe ich jetzt rein. So, nice. Du und dein Tobi wirst dich nur einschleimen, damit er mit dir jetzt immer spielt. Ich will, dass er auch mit mir befreundet ist. Ja, ich weiß. Der Arsch. Die waren beide, ich wusste gestern nicht, ob das ernst gemeint ist, aber ich glaube, die waren wirklich sehr traurig. So. Ja. Die 100 Stunden, 7 Days, weißt du, die sind einfach in die Tonne getreten. Das finde ich nicht gut. Die haben uns auch ein bisschen auseinandergebracht. Soll ich noch mal ganz kurz so ein bisschen off-topic? Der Alok hat vorhin in meinen Chat geschrieben, wir sollen doch endlich mal looten gehen für einen Messbecher. Oh. Hä? Und bei mir stand in den Kommentaren, geht doch mal zum Händler, da gibt's auf jeden Fall einen Messbecher. Backseat Gaming. Warum gehen die zum Händler? Die hassen den, weil die rausgeschmissen wurden, deswegen gehen sie nicht hin. Da kriegen sie auf jeden Fall einen Messbecher. Oh, soll ich schon starten, oder? Ohne zu wissen, was das ist. Dieser Messbecher! Okay. Da platzen mir die Eier. starte einfach. Du hast Curry, Eier, Alter? Wo kommen die denn her auf einmal? Ja, die im Kühlschrank meine ich, ne? Die, wo ich gekauft habe. Ich würde versuchen, mich ums Schiff zu kümmern und gucken, dass... Achso, wir wollen uns ja Rollen verteilen, stimmt. Genau. Ich bin der Fette, der immer säuft und in der Ecke liegt. Ja, das wäre ich auch gerne, glaub mir. Du machst ein Gronkh-Cosplay? Krass. Okay, ja, dann lass mal loslegen. Oh Gott, es wird furchtbar. Okay, Erik steuert oder was? Du bist am Steuer, ja, ne? Das soll ich machen. Oh, warte, bevor Tobi. Wir... Entschuldigung, ganz kurz, bevor wir das machen. Man kann ja... Ich muss noch aufs Gewinnspiel hinweisen, ne? Ach so, ja, stimmt, das müssen wir ja machen. Das haben wir jetzt zweimal getweetet. Ihr könnt, wenn ihr uns als Piratencrew malt, könnt ihr eine Xbox One X gewinnen mit dem Game Pass. Und im Game Pass ist Folgendes enthalten. Unter anderem Sea of Thieves, Minecraft, Halo, Forza... Und halt ganz viele andere Spiele, halt die Minecraft. Nein, ich warte gerade auf, dass der Text.
Nee, und wie gesagt, weil gerade nämlich im Chat stand, wie teuer das Spiel ist. Also Xbox Game Pass, ne? Hier Werbung, ist alles gesponsert. Auf jeden Fall da mal auf Twitter gucken, ne? Da könnt ihr eine Xbox Aber nehmen, ganz wichtig sind auch die Hashtags, unter dem die Zeichnungen gepostet werden. Ja, muss werden ich jetzt sollen, aber ne? nicht sagen. Hashtag Gronkh hat den längsten. Ah, der Mubat schreibt Ach so, ja, genau. Also die das, ja, das ist der, Mods das haben es eingerichtet. Ja, das ist der Mods, Hashtag, Dankeschön. Ja. Dankeschön, Mods. Hashtag Gronkh hat den längsten, bitte einmal kurz da markieren und dann könnt ihr da gewinnen. Bitte nicht. Wer das schreibt, der hat schon gewonnen. Bitte markiert ja. da nicht auch. Ich krieg vier Xboxen. Ja. So, ich lege jetzt los. Ja, Entschuldigung. Okay, prima. Let's go. Erik Kapitän, Curry an den Kanonen, ne, wie war das? Und Tobi, also du kannst natürlich auch Strichmännchen malen, das ist gar kein Problem. Aber ob du gewinnst, ist dann die andere Frage, das weiß ich nicht. Ich weiß rein aus Prinzip dann. Ich würde aber auf jeden Fall trotzdem mitmachen. Ich fände das lustig, Strichmännchen. Ich glaube auf jeden Fall, egal welche Rollen wir festlegen, wenn es dann ins Eingemachte geht, werden wir alle wie Hühner durcheinander ja, laufen. Ja, aber natürlich. Ja, aber wir können es ja probieren, so. Wir können es ja probieren. Ja, das stimmt. Wir also Pan macht ja sowieso immer die Löcher, ne? Ich stopfe jedes Loch, ey. Ich stopfe da alles rein, ey. Nice. Damit auch nichts rausläuft, meinst du? Ja, natürlich. Gut. Bis zum... Hashtag Vasektomie-Pan, Alter. Was? Vasektomie-Pan? Oh Gott. Oh! 25 Ach, Minuten Scheiße. Jede Runde, 25 Ach, Minuten. Ja. Und wir können alles wieder verlieren und alles wieder gewinnen. Und die Platzierungen sind hier oben rechts und es kann sich alles sehr schnell ändern. Und es geht jetzt gleich los. Oh Gott, das ist so spannend. Wir müssen halt sofort loslegen. Also wir starten halt quasi Schiff neben Schiff. Und wir müssen sofort, wir haben sofort die Karten, wir haben sofort... wir sind in der Lobby. Nur nochmal, dass ich das weiß. Es geht darum, so viele Kisten wie möglich... Auch. Nein, auch. Im Endeffekt also, geht es darum, so viel Silber wie möglich halt am Schluss der Runde zu haben. Also das kannst du ja je nachdem verdienen, ob du jetzt Kisten verkaufst, ob du andere Schiffe versenkst oder Leute tötest. Das die erste ist Runde ist die Übungsrunde einfach. Und was ich als erstes machen würde, ist unter Deck gehen und mit Kanonenkugeln, mit Planken und vor allem mit Essen eindecken und dann, wie gesagt, bei der 3 ist der Hotkey fürs Heilen. Oh Gott. Nee, was wir zuerst machen, ist erstmal das Schiff losfahren lassen. Wir nehmen erstmal den Anker hoch. Hey, Tobi! Erik geht an Steuer und dann machen wir alles ready. Tobi, du kannst dich hier aus der Kanone schießen. Ich hoffe, ich kriege die Steuerung noch richtig raus. Ja, hau rein. Ja, das kriegst du schon hin. Ja, wir müssen uns ein bisschen einspielen wahrscheinlich. Ja. Achso, wir sind erstmal in der Lobby. Ja! Oh, Pan hat abgenommen. Hase! Oh, jetzt sind wir. Okay. Ja, ich will auch in die Kanone. Du Fetti! Ja, dann hast du mit Erik? Ja, Tobi. Du bist einfach ein Skelett, Alter. Was mit dir los? So, warte, das lädt ja noch nach. Schieß mich! Tobi. Schieß mich! Ja, komm los! Oh, schade, ich bin oben auf dem Balken. Ich will auch. Mit Y. Nein! Ah, genau. So, du! Ganz was kurz, soll das? Das hier ist die Lobby. Das ist die neue Lobby für die Arena. Ja. Genau. So. Oh, warte, Erik, komm mal mit. Ich zeig dir was. Das hast du noch nicht gesehen. Komm mit. Ja, Tatjana, ich komme mit. Komm, Erik, guck mal hier, Erik. Mit den Bildern. Guck mal hier, Baden. Baden, I. Okay, kommt ihr mit, Baden? Was ist das für warmes Wasser an meinem Beinkleid? Ist es Urin? Hier, ich angel jetzt in der Badewanne. Hier kann man, in der Badewanne gibt's Grog. Was? Es gibt hier Grog. Wie geil ist das denn? Ja, das Grog, meine Damen und Herren, Tobi nach Tor. Nein, nicht die Uhr. Wo ist mein... Nee, das ich will auch in Whirlpool. Krug voll. Guten Tag, was geht ab, Hallöchen? Oh, saufen in der Badewanne. Habe jetzt Kugel, gewinne heute alles. Ich hab ne Trommel. Ja, geil. Endlich wieder. Hier, nochmal auffüllen. Jawohl. Mund auf. 50 Subs gibt's. Dankeschön, Shadowbrain. Dankeschön. Bist voll wahnsinnig. Das wird doch nicht mehr angezeigt. Verrückter, Alter. Oh, mir schlecht. League Junkie, Ey, geh weg. Lieber League Junkie, hallo. Achso. Geil. Ich bin der Scheiß. Ihr Stinker, ihr kleinen Knubbel. Ich will auch Musik machen. Warte mal. Ich höre gerade keine Musik, weil ich so besoffen bin, glaube ich. Ich auch nicht. Ich hab noch voll besoffen. Uiuiui, ich hab aber ordentlich getankt. Der nächste Wettkampf beginnt gleich. Oh mein Gott, ich bin nicht ready. Wir sind total bereit, wie wir gerade sehen. Das wird das Schönste der Welt. Ich habe eine Nahkampfwaffe und eine Schusswaffe. Weil Nahkampf habe ich irgendwie. Jetzt rein. Alle gemeint! Oh Gott, well. Warte. Warum ist das bei mir so leise? Bei mir auch gerade, weil ich glaube, die spannende Musik, dass es gleich losgeht. Das kann sein. Es geht los, Freunde, es geht los! Mit Y könnt ihr das Emote-Menü, das ist sehr wichtig. Da. Ja, das ist. Ey!
Achso, das ist Wasser. Oh, warte, Wasserschlag. Oh, schade. Oh, okay. Oh Gott, es geht los. Jetzt geht's los, okay. Oh, dann let's go, ab geht's. Oh Gott, es wird ernst. Können wir alle vom Boot springen einfach? Ja, und wegschwimmen. Warte, es dauert auch noch mal ein bisschen. Prost. Urlaub. Hey, ich Urlaub war schon. Der Tui. Saufen im Zuber, wie im echten Leben. Ah. Ein bisschen runter. Ja, ich will jetzt. Ich möchte ganz kurz nochmal sagen, es wird wirklich furchtbar. Es wird richtig katastrophal werden. Wir werden richtig rocken hier, Alter. Wir rasten richtig aus. Deine Facecam verdeckt die Anzeige im Spiel. Wir haben gleich die Anzeige rechts. Die Anzeige ist gleich rechts. Ja. Oh ja, stimmt. Die Kamera ist so, habe ich deswegen auch links gerade. Oh Gott, ich bin voll nervös. Ich bin voll aufgeregt. Ohne Scheiß. Ich bin richtig aufgeregt. Ja, ich auch. Das ist erstmal die Übungsrunde. Endlich das Chaos beginnt. Ja! Wie kann man diesen scheiß Sound ausmachen, wenn hier jemand gefällt mir drückt bei Xbox, Alter? Oh nein. Boah, wie macht man das aus? Ich glaube, das musst du in den Einstellungen nochmal machen. Oh Gott, ich bin ready. Alles klar, ich bin auf dem Schiff, seid ihr auch da? F. Proviant. Oh, nein, scheiße, der Med stört. Man glaubt es gar nicht. Alpha-Wolf, ne? Okay, wir haben 5 Schiffe insgesamt in der Lobby. Wir sind also gegen uns sind 4 andere Schiffe. Okay, erstmal Kanonenkugel, alles nehmen, ne? Nein, erstmal Anker hoch. Du gehst an Steuer, erstmal Anker hoch, dann sieht man schon alles, los. Alles klar. F, Anker hoch, let's go. Okay, du gehst an Steuer und ich mach Kanonen voll dann alles. Wir sind die Golden Chaser. Die Golden Chaser sind wir. Platz 1! Yeah! Ja, Platz 1! Erzählt es allen! Okay, vielleicht nochmal die Segel runter. Ja. Oh Gott, das ist lange her. Neue Karten verfügbar. Alles klar, ich mach ein bisschen... Halt wirklich hinne machen hier. Okay, warte Segel, mal. Sind Segel beide unten? Ja. Ja, okay. Wir machen die gerade in den Wind. Ich schau mal auf die Karte. Es gibt eine Karte. Ach du Scheiße, da wird das. Okay, das ist nicht viel. Die Frage das ist, was machen wir jetzt? Gleich gibt's Eingemachtes. Wollen wir jetzt hinfahren? Oder? Wir könnten noch abwarten, bis die anderen sich die Schätze holen. Die sind hinter uns, die anderen. Ja, die sind hinter unterwegs. Uns. Die sind die einzigen, die gerade schon unterwegs sind. Ja, okay, wir können ja erstmal ein paar Runden drehen, oder? Ich guck erstmal gleich, wo das ist auf der Map. Was war denn jetzt eigentlich meine Aufgabe? Was soll ich machen? Tobi, du bist für Nahkampf und so verantwortlich. Also für Schießen und Nahkampf. Ja, und du kannst auch, so ist, genau. Und du kannst auch auf die Segel achten. Die Segel müssen halt immer irgendwie in den Wind drehen, rein, damit wir halt schneller sind. Komm, Leute, wir machen das voll gut jetzt hier. Also, Curry, du musst mir einfach gleich sagen, wo die Insel ist. Hier? Ja. Ach, du Scheiße. Ich guck gerade. Sag Bescheid, ich mach den Anker. Okay, warte mal, das ist. Die Insel sieht aus wie ein Pimmel. Warte mal kurz, wo ist sie? Ah, Skull, Dings da ist das, glaube ich. Nee, das ist sie nicht. Du musst drehen. Die Pimmelinsel. Wohin? Ich drehe Westen, nach Südwesten. Nach Südwesten, alles klar? Ja. Okay, das ist blaue Schiff ist schon fast da, das ist das Problem. Okay, warte. Ich muss andersrum drehen, weil sonst kommen wir hier gegen die Insel gewumst. Oder gegen den fetten Klops. Ah, die Grafik ist immer wieder feiere ich einfach immer. Ist immer noch geiler. Also das blaue Schiff ist schon gleich bei der Insel. Ich in der Zeit können Tobi, wir können mal schon mal die Kanonen nachladen. Laden wir alle Kanonen. Oh, ja. Ah, super. Ah, sehr geil. Aber guckt, dass ihr Kanonen habt. Guckt, dass ihr Kanonen habt, auf jeden Fall. Was? Und Bretter. Ja. Bretter habe ich alles am Start. Sehr alles schön. Ausgerüstet. Ey Leute, das ist ja super, was hier abgeht gerade. Ach Mensch. Hammer. Jetzt sind wir noch ich bin optimistisch. Ja, okay. Also, wie sieht's aus mit den da drüben. Ja. Guck mal, die segeln alle auf die Insel zu. Das heißt, gleich gibt's da hinten Krieg. Und wir könnten ja ein bisschen warten. Wir kommen eher als Letzte. Wenn die sie schon bekriegt haben, dann ballern wir die Opfer weg. Aber wir fahren ist aber nicht die Insel. Die Insel ist weiter rechts. Boulder, genau. Aber die anderen segeln ja schon drauf zu. Guck mal. Ja, genau. Ich segel mal mehr nach Süden und nicht nach Südwesten. Ja. In der Hoffnung. Auf der 6 ist die Schippe. Also die Schaufel. Auf der 6. Okay. Das rote Schiff ist noch... Ah, guck mal, die haben schon die erste Truhe. Ja, die zweite sogar schon. Wir können natürlich auch drüber nachdenken, ob vielleicht einen von uns irgendwie bei dem Handelsschiff absetzen. Ja. Quasi. Oder das andere Schiff jetzt hier einfach kaputt machen. Ja, dass wir jetzt auf das Blaue gehen oder was? Ne, die vor uns, die haben noch nichts mit den Schätzen zu tun. Alle werden aufs Blaue gehen, oder? Es gibt noch einen Schatz auf der Insel. Also es macht keinen Sinn. Jetzt sind mehr. Die werden gleich losdüsen. Fahr einfach weiter geradeaus. Es gibt neue Inseln! Okay, dann lass uns oder gehen wir. Okay, warte mal. Aber die Frage ist, holen wir uns das blaue Schiff? Die haben 4 Kisten. Hinter uns die Insel, wo wir gerade vorbeigesegelt sind, Erik. Da sind Schätze. Alles klar, ich wende. Auf Nordwesten. Lass uns da hingehen, komm. Dann holen wir die Schätze mit. Ich wende. Okay, achtet auf die Segel. Die Wende. Pan, lächelt doch mal. Eins der Teams ist gerade schon rausgegangen. Okay. Ah, warte. Du drehst bei, ne? Du drehst ganz rechts, ne? Ja, genau. Die kleine Insel hier vorne. Die hier rechts von uns? Ja, die ist es. Sag Bescheid, ne? Wegen ich
Leg den Anker. Wie viele Schätze haben wir auf der Insel? Haben wir hier ein kleines Beiboot eigentlich? Nee, ne? Drei Schätze haben wir da. Curry. Okay, ich. Ja? Wie komme ich unten aus der Map wieder raus mit welcher Taste? Mach mal mit X. F. Ja, oder X. Ah, F. Alles klar, okay, danke. Oder X gegen. Okay, wir müssen das ganz schnell machen. Links, das blaue Schiff, kommt auch auf uns zu. So, sag Bescheid, Anker runter. Nein, kein Anker. Wir legen keinen Anker. Ich werde die Kisten holen und dann versuchen wir die mit der Harpune. Ich werde jetzt runterspringen. Soll ich auch? Soll ich mitgehen? Okay. Soll ich mitkommen, Curry? Nein, nein, nein. Also denk dran, das andere Schiff kommt zu uns, auf uns zu. Ne? Okay. Wir brauchen auf jeden Fall Leute, die Kanonen machen. Okay. Ja. Tobi, stell dich schon mal in die Harpune vielleicht. Wir müssen in Bewegung bleiben, auf jeden Fall. Wir müssen schnellstmöglich abhauen können. Also schaffst du das hier so die Insel die ganze Zeit zu umrunden? Ja, ja, ich bin schon dabei. Oh, ja, stimmt, mit der Harpune dann die... Ah, jetzt verstehe ich. Oh Gott, das ist aber... Okay, ich habe die erste Spur. Ja, geil. Das wird sehr schwer. Wir hätten doch... Ich glaube, wir hätten doch Anker setzen sollen, aber da kommen die natürlich vorbei. Ja, das Problem ist halt, die holen uns dann einfach weg, ne? Ja, ja, klar. Das machen die aber so oder so. Aus welcher Richtung kommen die denn? Ihr fahrt gerade rum, ne? Ihr fahrt gerade rum. Ich stell dich hier. Okay, das Problem ist, Curry, du bist allein auf der Insel. Wenn die jetzt auf die Insel gehen, nämlich, dann können die wegsnacken und klauen deine Truhen. Ja, ja. Das war nicht gut durchdacht. Scheiße. Ja, ich hole einfach noch eine Truhe und dann können wir gerne abhauen. Ja, ja. Dann haben wir erstmal zwei. Ja. Okay. Ich drücke die ganze Zeit D, damit ich da irgendwie beidrehen kann. Oh, Inferno Player. Entschuldigung. Okay, die werden jetzt kommen, Leute. Da sind sie schon. Die sind schon close. Ja, guck mal, aber die schwimmen hinter uns her. Die schwimmen hinter uns her. Das Problem ist, echt viele Leute, wir haben gestern ein paar Streams geguckt, echt viele Leute sind verdammt gut, haben die ganze Zeit auf Sea of Thieves geguckt und wir gespielt und wir halt sind voll die Bobs. Ja, wir sind. Okay, ich habe zwei Kisten. Wir können jetzt schon schießen. Die schießen auf den Curry. Ja, fahr weiter, ich schwimme in eure Richtung. Nein, die schießen auf dich, nicht auf uns. Ja, sollen wir auf die schießen? Sollen wir auf die schießen? Ja, schieß auf die, alles klar, fahr noch raus. Ich werde an Schiff kommen. Ja, wir ziehen da dann sehr gut. Bisschen hören. Okay. Einfach so gerade lenken, dann haben wir erstmal eine Kiste. Scheiße. Besser als gar keine. Okay, Curry kommt gerade. Ja, ich schaff's. Boah, ich bin da. Okay, die ziehen so gut wie wir, aber die. Okay, nachladen und ballern. Okay, ja, die treffen uns. Ich glaub nicht mehr. Ach, fuck, okay, ich bin da. Genau unten. Ja, Kiste ist da. Kiste ist an Bord. Wir treffen die leider nicht, weil die sind hinter uns jetzt. Ja. Egal, ich dreh bei. Lass uns an die Segel denken. Wir müssen weg. Wir müssen Tempo kriegen, Tobi. Wir müssen die drehen. Wir müssen die Segel in den Wind drehen. Fahr geradeaus weiter, Erik. So sind wir im Wind. Okay, geradeaus, sagst du? Ja, ja, lass uns erstmal ein bisschen Tempo gewinnen. Aber es liegt auch eine Kiste noch am Strand. Unten ist alles gut. Ja, aber wir haben schon mal eine an Bord erstmal, weißt du? Also, ich glaube, wir können die Kiste mit einer Harpune holen. Okay. Aber jetzt sind die natürlich da und holen unsere Kiste. Die sind da angehalten. Ja, aber sollten wir aggressiver werden und sollten selber mehr angreifen. Meinst du? Ja. Ich weiß es nicht. Wir sind auf Platz 2. Also, wenn wir die jetzt verkaufen, dann kriegen wir mega viele Punkte, Erik, wenn wir die jetzt verkaufen. Pan braucht Ziel. Achso, wenn wir die verkaufen. Leute. Okay, gut, dann verkaufen wir. Fahr mal Südosten. Fahr mal nach Südosten. Wir kriegen 125 Punkte pro Kiste, das ist nicht so viel. Oder? Wir verkaufen die noch, dann kriegen wir noch mal irgendwie 1000 dazu. Genau, wir müssen die verkaufen. Okay, gut, dann dreh ich zum Händler. Ja, fahr Südosten. Kugeln, Kanonen nachladen. Es sind glaube ich, oder? Ich geh mal nach unten nochmal kugeln. So, selbst wenn die jetzt. Ist gerade aus dem Händler, weil Südosten haben wir schon ein anderes Schiff beim Händler gerade. Wie viele Händler haben wir? Wir haben zwei, ne? Wir fahren zum anderen Händler, ja, genau. Okay. Die Kiste haben unterschiedliche Werte, lese ich gerade. 1400, scheiße. Ach lol, wir sind okay. Die gehen ja richtig ab, wa? Ja, ja, die haben halt, aber die ersten, die waren halt bei der ersten Insel, ne? Deswegen haben die Kisten verkauft. Das Grüne kommt auf uns zu. Ich sehe da nichts. Bei mir ist gerade alles bedeckt vom Segel. Das Grüne ist vor uns. Ich sehe das auf der Karte. Wir müssen die Segel weiter in die Winde drehen. Mann, ich will immer E drücken. Moin! Zack. Mal gucken. Achso, nee. Okay. Entschuldigung. Da sind zwei Händler da hinten. Okay, scheiße. Gerade ganz falsche Richtung. So, Entschuldigung. Ja, aber guck mal, das ist... Da stehen gerade zwei Schiffe. Ja. Ah, nee, das ist das Händlerschiff. Nee, das Problem ist das Händlerschiff, genau. Die können auch die Kanonen vom Händlerschiff benutzen. Ja. Ja, wir müssen beilenken und vielleicht an den hinteren Händler fahren. Ja, ja, ja. Wir haben halt noch zwei Inseln. Wir haben eine große, ne? Da sind ganz viele Kisten. Wo ist die eigentlich? Ah, okay, die ist direkt neben dem Händlerschiff. Erik, weißt du, was du machst? Aber das grüne Schiff fährt auch. Der dreht ab, okay. Warte, ja, das grüne Schiff will zu uns. Pass, okay. Curry, du kannst gleich mit dem Schatz einfach zum Händler springen, oder? Ja, aber das grüne Schiff kommt halt zu uns, ne? Wo ist denn das? Die schießen? Das ist links von uns direkt. Ach, da.
Soll ich beidrehen und wir ballern raus? Nein, 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 lass mal. Wir müssen, ich werde gleich abspringen mit der Kiste. Der Erik ist genauso wie ich, der will jetzt auch der Grau, ist so furchtbar. Ja, ja, aber wir müssen jetzt ballern, die ballern auf uns auf jeden Fall. Ja, wir ballern jetzt, natürlich ballern wir jetzt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sag was, ich komme, ich helfe. Warte, dann dreh ich noch mal ein bisschen bei. Ich dreh noch ein bisschen bei. Nein, 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 fahr in Richtung Händler weiter. Fahr weiter. Ja, aber dann, der wird uns wegballern. Der ist gleich. Ja, genau, du fährst doch einfach. Ihr haltet ja nicht an. Ich will nur die Kiste abbringen. Boah. Der wird jetzt natürlich, genau, hat er direkt ihre Breitseite auf uns. Der wird jetzt alles raushauen. Ja. Normalerweise. Ja, aber wir müssen diese Kiste. Wir müssen diese Kiste sollte, verkaufen. Der haut alles raus. Der Grüne haut. Jetzt. Der haut gar nicht so viel raus. Wir fahren weiter. Erik, du musst ein bisschen näher an den Händler ran. Ich sehe gerade einfach weiter. Ja, einfach ein bisschen weiter nach rechts. Ah, nach rechts, okay. Hab's gerade gesehen, okay. Kannst du schon mal die Kiste rausschießen? Okay, nee, nee, leider nicht. Ah, schade. Das wäre schön. Aber ich werde dann abspringen und dann... Wir sind halt sehr langsam gerade, ne? Boah, die Blauen haben schon 4400. Ja, Wind ist gegen uns. Aber ist egal, wir sind immer noch Zweiter. Die Blauen müssen einfach senken. So, ihr fahrt einfach weiter, ja? Ihr fahrt einfach... Ihr seht zu, dass ihr Land gewinnt. Dann einfach. Ist das eine Drohung, Curry? Fahr nicht direkt drauf zu, sonst rammen wir das Ding gleich. Ja, ja, ich drehe bei, keine Sorge. Sag Bescheid, wenn ich die Segel ein bisschen höher machen soll, damit du was siehst. Das Blaue ist halt auch nicht da unten. Ich sehe. Alles gut, alles gut. Sollen wir auf die noch schießen, auf die Grünen da hinten? Nee, die sind tot. Ja, das rennt man gerade nicht. Wir können die gleich, okay. Wir können die gleich wegballern, dann kriegen wir Punkte. Okay, Erik, genau so. Und dann drehst du einfach links bei, die werden halt weiter auf uns schießen gleich, ne? Genau, habt ihr schon nachgeladen, die anderen Kanonen? Ja, okay, fahr so gut wie es geht nah dran. So, und dann ich renne, ja, ja. Curry, let's go! Lone Kove. Okay. Also näher geht nicht. Nee, alles gut. Fahr einfach weiter. Ja, mach ich grad. So, ich kann die ja auch unter Beschuss nehmen hier. Okay, pass auf. Ja, Curry, gute Idee. Gib ab. Hab ich. Guck mal, die Blauen und der Grünen, die werden sich gleich beballern. 100 ja, Pro. machen die gerade. Ja, dann sollen wir doch mal dahin. Okay, pass auf. Da können wir jetzt beidrehen und ballern auch in den Grünen rein und kriegen vielleicht. Ja, mach ich auch. Ja, nein. Es geht. Schön. Zack, ich hab einmal gehittet. Okay, wir können in den Grünen rein, prima. Wenn wir den treffen würden. Ja, ist das schwierig, ne? Muss ja erstmal. Ja, alles gut. Ja, oh, geil, geiler Schuss. Ich hab nochmal getroffen. Ja, nice. Oh, hier auch. Aber fahrt weiter, Leute. Wir drehen gerade bei. Ich treffe nochmal. Der wird vielleicht versuchen, uns zu hitten. Nice, Curry, sehr geil. Boah, das ist ich versuche nochmal weiter beizudrehen. Wo ist das andere Schiff von denen? Der Grüne hat jetzt 0. Die Lucky Rover ist gesunken. Ja! Juhu! Nice! Haben wir dafür was gekriegt? Nice, Leute. Geil. Sehr geil. Und ich komme wieder aufs Schiff. Ich hole dich wieder ab gerade, ne? Nein, brauchst du gar nicht. Ich fahr schon mal zur nächsten Insel. Ich kann ja unseren Seemann nutzen. Okay, dann sagt mir mal, welche ist die nächste Insel? Wisst ihr das gerade? Ich gucke. Warte, ja, genau. Sagt mir, wo ich hin muss. Okay, ich komm aufs Schiff. Nice, Leute. Ich glaube, da muss ich nicht zur Dicken. Lass uns nicht zur Dicken. Nee, nicht, aber es ist nur eine noch. Und da müssen wir jetzt nach Osten. Jetzt nach Osten. Guck mal, wir müssen auf die Segel. Ach, wir werden nämlich verfolgt. Ladet ihr alle Kanonen nach? Die sind alle nachgeladen. Alles ja, easy, perfekt, Leute. Perfekt. Die Hälfte der Zeit ist abgelaufen, ey. 12 Minuten haben wir noch und wir sind Zweiter. Das Ding ist, das Schiff, das uns verfolgt, das hat noch keine Truhe. Die lenken bei, Leute. Die lenken bei. Die anderen da hinten? Ja. Sollen sie mal. Okay, pass auf, ich lenke wieder gerade. Boah. Weil die wünschen wir noch nicht, oder? Nee, wahrscheinlich nicht. Ich muss an der Insel vorbei. Ich muss ein bisschen an der Insel vorbei. Ah, ich will die ein bisschen abscheuchen, quasi. Die denken bestimmt, wir wollen zum Händler. Schon mal nicht. Die wollen beim Händler bestimmt warten. Oh, die könnte hitten? Vielleicht? Die könnte. Ja, nee. Nee, ah, schade. Das ist sehr weit weg, ne? Aber die wollen auch zum Händler. Wir fahren weiter. Das sind die Lieder, denn die haben zwei Truhen. Bist du sicher? Soll ich? Die haben 275 Punkte, bestimmt. Ja, 75 durch Kanonen. Ich hab ihn getroffen! Nice! Komm, Alter, gleich drauf! Schön! Genug! Weg dranbleiben, ich hol eine Kugel. Nee. Lalalala. Ich hab neue Kugeln. Okay, guck mal, die wollen zum Händler. Die wollen zum Händler. Wir müssen auf jeden Fall Stress machen bei denen. Ja, was sollen wir jetzt machen? Sollen wir die jetzt? Ja, haut drauf! Ja, wir fahren aber weiter. Wir hauen einfach drauf. Was wir kriegen? Was wir haben, das haben wir. Hit! Nice! Nicer Schuss! Nice! Oh, ich würde jetzt gerne beidrehen, aber das schaffen wir nicht. Die Insel ist im Weg. Ah, ich Mann! Machen sollen. Nee, fahr weiter, alles gut. Ja. Und nochmal. Nice! Oh, nee. Geil! Oh, schade. Oh! Der aber. Ja! Okay, die wollen beidrehen, die wollen uns von hinten holen. Die wollen uns holen, aber egal. Wir laden schön nach, ich hole die neue Kugeln.
Achtet auf die Segeln, dass wir wieder Wind bekommen, Leute, dass wir ein bisschen Tempo haben. Mach dich bereit, wir werden unten gleich Hilfe brauchen. Okay. Prima, oder? Jo, da war dann sie. Ja, egal, lass mal, lass alles mal. Mann, geh du nach unten, alles gut, alles gut. Den geh weiter, bestimmt nach Popo. Oh, die sind gut. Ja, lass mal machen, dann können wir ja, ist ja kein Problem. Oh, machst du Fahnen? Ja, ich muss erstmal gucken, okay, wo die ganze Scheiße, ey. Ich hab vergessen, dass ich hier. Fahr nach rechts, Erik, fahr nach rechts, Erik. Ja, die Segel. Oh, nach rechts kriegen wir noch Besuch. Die Blauen sind da. Und die haben 4600 Punkte. Die ihm nicht gehören. Es sieht nicht gut aus hier unten. Okay, wir kommen mal runter, wir kommen runter. Tobi, wir müssen runter. Einer muss an den Kanonen bleiben. Ich bleib hier oben. Aber ich glaub, der hat uns jetzt. Ich muss den Eimer wegbringen. Okay, ich muss die Insel umrunden. Wir kommen nicht zur Schatzinsel. Weil da drüben ist der Blaue. Wir haben keine Löcher mehr. Tobi, bist du oben? Mach mal links hier. Mach mal links. Schnell. Ja. Boah, Alter, der hat mich voll getroffen, die Sau. Aua. Fuck you. Okay. Sind das die Blauen? Vielleicht wird er sich gleich mit dem anderen beefen. Wir fahren weiter. Der wird sich gleich mit dem anderen beefen. 100 Pro. Tobi, denk an die Segel. Der wollte hier gerade runterkommen, der Sack. Ja, lass machen. Wir fahren weg. Wir dürfen nicht sinken, Leute. Okay, soll ich hier noch abschippen? Wir haben mehr zu verlieren als wir. Nee, ich mach schon. Okay, Segel sind im Wind. Und die prügeln sich. Ich wende gerade. Ja, bleib bei uns. Ballern die auf uns? Ah, die geben sich. Nein, die geben sich. Das können wir nutzen. Das können wir nutzen? Ich wende. Wollt ihr mal nachladen wieder? Wir wissen, dass man die Segel im Wind dreht. So, wir spielen es ja auch nicht zum ersten Mal. Ich überlege gerade, ob wir noch eine Truhe holen. Sollen wir? Also mir ist egal. Wir müssen dafür. Nee, fahr mal. Ja, du lenkst gerade halt in die Reihen wieder. Wir müssen eigentlich auch rechts auf. Okay, alles klar. Sag mir wohin. Einfach rechts. Rechts erstmal, wir drehen komplett. Rechts. Okay. Einfach komplett drehen. Oh, das wird knapp. Einfach komplett direkt. Nee, das kriegen wir hin, keine Sorge. Ich sehe die Insel nicht, aber wir kriegen das hin. Wir machen mal einen Drift. Tobi, helfe mal gleich mit dem Anker. Nee, brauchen wir nicht. Wir schaffen das. Ja, aber wir brauchen einen härteren Right-Turn. So, Tobi, jetzt Anker. Und jetzt müssen Left wahrscheinlich, ne? Ich glaube, die Insel da drüben ist es wahrscheinlich. Nein, die große Insel, wo wir gerade herkommen. Genau, die links hier, ne? Ja. Genau. Oh, fuck. Okay, das sind die Blauen. Ja, das sind drei Schiffe. Drei? Ne, zwei. Zwei. Überall den Noppen. Okay, dreh einfach weiter rechts. Einfach weiter rechts. Guck mal, die prügeln sich, Erik. Achso, ja, okay. Ich dreh weiter rechts. Genau, perfekt. 8 Minuten noch, Leute. Komm, wir müssen die Punkte nur safen. Wir müssen ja nicht gewinnen. Okay, der geht links rüber, das stimmt. Ja. Oh fuck, das könnte gleich ein Sandwich werden. Geh an die rechten Kanonen! Ja. Oh, links. An die rechten Kanonen. Scheiße. Oh, wir sind echt. Das war nicht gut, da reinzudrehen. Ja, alles gut. Wir fahren da durch, alles cool. Nice. Fahren bis unten? Nein, jetzt aber. Ja, geil. Nice! Ich habe aber einmal getroffen. Einfach weiter, jetzt fährst du auf die Insel zu, Erik. Scheiße. Sehr schön. Ist das die richtige? Okay. Ja. Okay, warte, ich weiß gar nicht. Ich muss, glaube ich, da lenken. Okay, warte. Ja, alles richtig. Soll ich das mittlere ein bisschen höher machen, dann kannst du was sehen. Alter, die haben einen irgendwo beim Händler zurückgelassen. Alles gut. Lass die machen. Die werden das gewinnen. Das Ding ist halt, Die kennen es auf jeden Fall besser. Die haben halt komplett die Truhen einfach gegönnt. Alles egal, die fighten sich jetzt. Wenn die sinken, ist auch gut. Wir gehen jetzt zu der Insel. Und ja. da gibt's 4 Kisten. Alles klar. Und du willst wieder drumherum fahren, ja? Soll ich auf jeden Fall nicht stehen bleiben? Ja, alles klar, okay, mach ich. Wir dürfen auf jeden Fall nicht stehen bleiben. Kommt jemand mit mir auf die Insel oder. Ja, ich komme mit. Okay, wir schießen uns einfach rüber, Tobi. Warte kurz, Tobi. Warte. Oh, aber rüberschießen, dabei, Tobi? Rüberschießen ist zu weit. Ich fahre euch ja direkt zur Insel. Guck mal, ich fahre so geht's, Tobi. Wenn du so bleibst, dann schaffen wir es. Ich sag's dir. Okay. Die Kanone mal leer. Ja, ich bin ready. Abfahrt. Tschüss. Alles klar? So. Tschüss, Tobi! Okay, Kanone klettern. Ja. Juhu. Ciao! Geil! Okay, warte mal, nice. Ist das die Insel? Das ist die Insel, oder? Ich hoffe, das ist die Insel. Fahr weiter, ne? Fahrt schön weiter! Ja, kein Problem. Ich umrunde die Insel so ein bisschen. Ich weiß nicht, ist das die Insel, Tobi? Hey, hier gibt's Schweinecurry. Ja, ich weiß, hier gibt's auch Schlangen. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Ist das die Insel? Bist du dir sicher? Ich glaube, die ist ein bisschen zu groß, kann das sein? Das ist ja, nicht. Wieso fahren die anderen nicht hierher? Ja, das ist nicht die Insel. Scheiße. Ich dachte, das wäre die Insel. Ist das nicht die Insel? Ich habe die angekreuzt, das ist meine Schuld, glaube ich. Nee, warte mal. Kannst du mal gucken, welche Insel das ist vielleicht? Wir müssen erstmal gucken, dass wir irgendwie auf euer Schiff wiederkommen. Ich glaube, es ist eine ganz kleine oben. Warte. Kommst du mal wieder rein, Erik, hier?
Ja, ja, warte, ich mach gerade die große Drehung. Warte. Ja, ich guck gerade, ob wir hier eine Kanone haben. Ja, es haben, ist eine ganz nicht. Kleine oben. Boah, die sahen ja fast gleich aus. Wir müssen nach. Okay, Pan, kannst du kurz Anker setzen, ganz kurz? Und dann ja, komme ich und zieh dir auch wieder mit hoch. Sonst also, dauert das zu lange. Wir haben hier, glaube ich, keine Kanonen, Tobi, oder? Ne. Und sofort wieder hochziehen. Komm. Sofort wieder hochziehen. Ach, Kacke. Schnell. Pan? Danke. Okay, ja, das kriegen wir eh nicht mehr hin. Ja, aber egal, wir sind auf dem zweiten, alles cool. Ja, dann, das reicht. Bisher sind wir gut. Falsch, Inselpunkt. So. Leute, wenn ihr in der Situation seid, ihr macht das auch nicht alles richtig. Wir sind in einer ganz anderen Situation als diejenigen, die. Kommt ihr wieder auf uns zu, ja, ne? Weiß ich nicht, gerade. Schau mal ganz kurz. Da, die sind zum Händler, da fahren gerade welche zum Händler. Nein, ich meine, ob ihr auf uns zu. Achso, ja, warte. Ja. Ich dreh bei, dann kommen wir zu euch. Ich hol euch mit ich komm wieder, mit der komm ich da. Da leuchtet eine Höhle, das ist irgendwie cool. Ja, wir kommen. Alles cool. Soll ich euch mit der Harpune holen, Leute? Ja, ich komm mal hier rangeschwommen. So, warte, ich hol den Curry jetzt mit der Harpune. Ah, geh nicht. Warte, jetzt aber mal. Warte, ich bin so weit weg. Warte, jetzt. Warte. Aber schon, gibt das Damage? Oh, knapp. Ich glaube, das geht nicht mit den Menschen. Okay, warte. Doch, das sollte gehen. Jetzt vielleicht? Oder? Ja, das ist vorbei. Sollte gehen. Schade. Tobi, schaffst du es? Okay, du musst den Anker machen, Bahn. Mach Anker, mach Anker. Okay, ich bin drauf. Sehr gut. Okay. Wo kommst du? Ja. Die Frage ist, wo müssen wir jetzt hin? Was machen wir jetzt? Das können wir gleich mal schauen. Ach, fuck, okay, jetzt haben die mehr als wir. Nach Norden. Also gerade war es nach Norden. Ist wahrscheinlich immer noch. Scheiße. Jetzt haben die mehr als wir. Wir können die halt natürlich versenken, ne? Dann kriegen die 1000 Minus. Wo sind die? Die sind hinter uns. Die kommen hinter uns. Wir haben zwei Schiffe. Wir werden gleich in Sandwich sein, Leute. Wir müssen nachladen, ganz schnell. Habe ich doch. Ich habe doch alles nachgeladen. Oder? Müsste alles nachgeladen sein. Ah, okay. Da vorne kommen die gerade. Ich fahre mal geradeaus, damit wir aus dem Sandwich rausfahren, bestenfalls. Da ist auch voll Nebel alles gerade, ne? Lichter aus, ändert gerade gar nichts. Das hier ist nicht die normale Map. Nee. Wir können auch nicht fliegen, das ist nur eine Arena-Map. Ja, die haben alle die Lichter aus. Wir machen die trotzdem einfach mal aus. Ja, bringt zwar nichts, aber... Das Ding ist halt, ja, das bringt halt wirklich nichts, weil wir die sowieso auf der Map sehen, also... Das eine, das, was da gerade aus dem Nebel kommt, das sind die Grünen. Ich will aber zweiter Platz wieder. Wir müssen die Lilanen eigentlich versenken. Die sind genau hinter uns. Die wollen uns schnacken. Die hinten, die wollen uns schnacken. Das ist aber Grün vielleicht auch. Ja, ich glaube, die wollen uns beide vielleicht. Wir wollen die sich auch einfach gegenseitig verschwinden jetzt im Nebel. Sind das nicht wieder Franzosen? Ja, echt? Ich dreh mal bei in Richtung Grün. Die sind komplett im Nebel drin, ne? Ich dreh mal bei in Richtung Grün. Damit auf welcher Seite kommt Grün dann? Links oder rechts? Rechts. Auf der rechten Seite. Okay. Wir könnten auch hier hinten bei dem Händler warten. Es sind noch drei Minuten. Wir müssen eigentlich rein. Oh, jetzt kommt hier Musik an. Jetzt geht's los. Eigentlich müssen wir rein in den Fight. Wir müssen versuchen, die zu senken, Leute. Ja, dann kommen wir ja los. Ich bin bereit. Sind alle nachgeladen? Okay. Ja. Ja, nee, jetzt nicht so. Ja, wunderbar. So nehme ich das. Nice. So spät. Und Abfahrt. Oh, da kommen noch welche. Hinter den Grünen sind noch welche. Da kriegen wir noch mehr Punkte. Ja, wir kriegen Punkte. Muss beide. Wenn wir die jetzt auch noch hitten. Mist. Die anderen? Ja, nice. Sehr gut. Mist, ich hab keine mehr. Ja, ich hab was gefunden. Wir arbeiten uns hoch. Ja. Oh. Komm mit der Harpune direkt, Säcke. Mist. Ist aber okay. Nein, die holen uns dran. Ist doch, ja, das können wir. Ah, fuck, aber wir sind nicht beigedreht. Die schon, scheiße. Die Frage ist doch, geht rüber aufs Schiff, oder? Ja, komm, noch zwei Minuten. Nein, die schießen uns ab jetzt. Die schießen uns ab. Wir müssen die Planken machen. Ja, die haben halt unsere Harpune, das ist doch Problem. Wie kann man denn hier Harpune abmachen? Als ob das nicht geht. Gar nicht. So, die kommen rüber, oder? Nee. Ja, die haben halt komplett. Okay, habt ihr Scharfschützengewehr? Nein. Okay. Okay, ich hole das Wasser raus. Können wir nicht irgendwie ab und als ob wir jetzt die ganze Zeit festgesetzt sind? Doch, mit der Harpune sind wir festgesetzt. Jetzt sind wir gelöst, wir fahren wieder. Ah, okay, Vorsicht. Ich dreh bei. Wir fahren wieder. Ich bin schon beigedreht, okay. Haben wir alle Löcher weg, Pan? Ja, warte, ich mach da rein. Lucky Rover ist gesunken. Huch, schon wieder? Ja. Was macht die denn? Oh, die hat 0 Punkte, die arme Lucky Rover, tut mir voll leid. Ich glaube, das bringt nichts, Tobi. Ich glaube, die sinkt gerade, oder? Wenn wir da drauf schießen. Weiß ich nicht. Das bringt Punkte, wir können mal probieren. Wenn die sinkt, aber ich glaube, das bringt nichts. Vergesst nicht, euch zu heilen. Nee, die sinkt schon. Eine Minute. Ah, fuck. Ah, ich glaube, ich bin schon geheilt. Okay. Ah, die Leute sind noch da. Die Leute müssen doch im Wasser sein. Okay.
Ja, boah, die sind ich sehe gar nichts mehr. Ich sehe auch nichts. Ja, driften ist vielleicht eine ganz gute Idee gerade, oder? Okay, ich lass runter. Alles klar, warte. Ich drehe noch ein bisschen raus, damit wir nicht zu sehr driften. Aber das schaffen wir nicht mehr. Wir kommen nicht mehr in die Nähe. Anker! Jo. Nee, ach, das war's. Aber, ich mach da trotzdem voll Spaß, aber schön. Oder? Boah, das macht echt voll Spaß. Alter. Verdammt. Also ich muss sagen, ich bin noch ein bisschen überfordert, aber ja. Ja. So, ich lasse mir gerade mal mehr Mörd ein. Aber wir haben 1500 Punkte gekriegt, immerhin. Im Chat steht auf der Harpune mit dem Schwert schlagen. Ach so. Oh, ja, das Ding ist halt, okay. Die haben das unten am Boot befestigt, da kam ich gar nicht ran. Oh, okay. Okay. Das war gar nicht so schlecht gemacht von denen, ey. Also, nice. Gut. Gut zu wissen. So. Boah, das war schon das war Anspannung echt Spaß, pur, ey. Ja. Boah, hat Spaß gemacht, hat wirklich Spaß gemacht. Ja. Wenigstens nicht letzter, das ist richtig. Wir werden aber gut, dass wir die eine Kiste abgegeben haben, das ist sehr gut. Ja. Aber ich würde auch nicht, ich würde nicht zur ersten Insel fahren, das würde ich einfach nicht machen. Es sei denn, man ist gerade in der Nähe. Ja, manchmal gibt es halt auch mehrere Inseln am Anfang, ne? Das kann halt auch sein. Eieiei. Und die erste hat einfach 7000 Punkte, ey, das ist so hart. Fast noch zweit und nicht gesunken, hat meine Erwartungen weit übertroffen. Ja, wir sind nicht unten, wir sind nicht gesunken. Ja, stimmt. Das, das stimmt. Wenn man gesunken ist, ne, ist man dann raus, wie bei PUBG? Nee. Aber du kriegst halt 1000 Punkte Abzug, ne? Ah, okay, alles klar. Ach, ein Träumchen. Wobei, wenn ich gerade so drüber nachdenke, so Schiff Battle Royale wäre eigentlich schon geil. Boah, ja. Ja, ne?